Ich werde mich jetzt kurz halten. Und zwar, ich halte einen Vortrag über Meintopf. Das ist ein Projekt, was ich irgendwann Anfang des Jahres gestartet habe. Und zwar geht es so ein bisschen darum, ihr kennt bestimmt Zubai auch. Das sieht momentan öfters mal so aus oder tut halt irgendwie gar nichts. Und ja, und was man so hört, guckt da seit November, glaube ich, auch keiner mehr auf die Server, und über kurz oder lang, wenn da irgendwie nichts mehr passiert, wird er doch aussterben. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen schade. Und da habe ich mir gedacht, okay, was kann man da machen? Bauen wir halt mal selber was. Beziehungsweise erstmal überlegt, was gibt's für Alternativen. Also es gibt halt Tumblr, ja, okay, jetzt alles irgendwie in Tumblr reinschieben und irgendwie in 5 Jahren sagt Tumblr dann, wir gehen jetzt auch kaputt. Oder so. Also löst das Problem in meiner Meinung nach nicht. Pinterest oder was weiß ich, was es da noch so gibt, ist im Endeffekt genau das Gleiche. Also machen wir halt selber was und machen wir es richtig. Und dann habe ich ein Plugin gebaut für WordPress, womit man im Prinzip fast so das Ähnliche machen kann, was Soup.io auch konnte. Mit dem Namen Meintopf. Und da seht ihr das Interface, von dem man dann unter Dinge posten kann. Kann ich auch gleich nochmal zeigen im Detail. Aber nochmal genauer, was ist Meintopf eigentlich? Im Endeffekt ist es halt ein WordPress-Plugin, das heißt, man installiert sich einen WordPress-Blog und kann dann das Plugin drauf installieren und hat dann einen Feed-Reader, wo man halt irgendwelche Feeds reinpacken kann. Also man kann sogar Soup.io-Feeds noch reinladen, wenn irgendwer tatsächlich das noch nutzt und es hin und wieder auch mal funktioniert. Oder Tumblr-Feeds oder WordPress-Feeds von irgendwem anders, der Meintopf benutzt, oder von irgendwem anders, der keinen Meintopf benutzt. Das ist völlig egal. Und das Schöne an diesem Feed-Reader ist zum einen, man kann mit einem Klick Dinge reposten. Ups. Und wie bei Super ja auch, man kann endlos scrollen, bis man keine Lust mehr hat. Man ist manchmal schneller am Ende als bei der Suppe, aber ja. Also im Endeffekt hat man dann so einen selbst gehosteten Clone von Soup.io und kann Suppe scrollen, wann immer man will. Noch so weitere Features, auch wieder so ein bisschen, ja, um Soup.io zu imitieren oder vielleicht irgendwie darauf dann im Nachhinein noch aufzubauen. Also wenn ich was reposte, wird dem automatisch so ein Link hinzugefügt, woher es jetzt kam. Sieht dann so aus. Dann gibt's ein Widget, was man irgendwie in die Sidebar von seinem WordPress-Theme packen kann, wo dann auch aufgezeigt wird, welchen Blogs man folgt. Sieht so aus. Dann, was natürlich bei Soup.io ganz nett war, ist, wenn man irgendwie auf einer neuen Suppe war, gab's irgendwo einen Button, wo man draufklicken konnte, sagen, okay, ich möchte dieser Suppe jetzt folgen. Das geht natürlich so einfach nicht, wenn ich das jetzt nicht auf einer Plattform habe alles. Und darum habe ich ein Bookmarklet gebaut, was, sobald ich halt irgendwie zum Beispiel auf einem Blog bin, was ich jetzt ganz cool finde, kann mir erstmal dieses Bookmarklet halt irgendwie in meinem Browser ziehen und kann dann, wenn ich jetzt auf einem Blog bin, dem ich halt folgen möchte, mit meinem Meintopf, dann kann ich einfach dieses Bookmarklet klicken und dann wird der Feed dieser Seite automatisch hinzugefügt. Und so ähnlich wie diese Reposted-Geschichte gibt's auch Pingbacks. Also Pingbacks ist ein Feature von WordPress, dass, wenn jemand meinen Blogartikel irgendwo erwähnt, wird in meinem Blogartikel da so eine Art Kommentar zugeschrieben. Kann man machen, sieht meiner Meinung nach ein bisschen blöd aus, weil dann ist da halt so eine Zeile, wo drin steht Pingback from irgendwas und so ein kleiner Ausschnitt aus dem Text. Macht natürlich auch keinen Sinn, wenn man einfach nur Bilder repostet, weil dann sieht es halt erst recht komisch aus. Und darum gibt es als Meintopf-Feature so ein, also ändert das, nimmt diese Pingbacks aus dieser Kommentargeschichte raus und fügt sie so hinzu wie so ein Repost. Da steht dann irgendwie also on, sieht man halt die Links zu den anderen Blogs. Genau. Was sind die Vorteile jetzt davon? Also zum einen ist es recht simpel, also weil WordPress aufsetzen ist eine Sache von 2 Minuten. Das Plugin ist mittlerweile in diesem internen Plugin Store oder wie man das auch immer nennen mag, kann man sich auch mit 2 Klicks installieren und dann kannst du im Prinzip losgehen.
Es basiert auch auf bewährten Technologien. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie irgendwas komplett neu erfunden, weil es ist halt ein Feedreader. RSS gibt es seit lange. Und es funktioniert. Also da ist jetzt nicht das Rad bei neu erfunden worden, irgendwie neu dezentral irgendwelche Blogs zu vernetzen, sondern wie gesagt, RSS gibt es schon lange und es funktioniert auch. You're in control, also es ist deine Instanz. Wenn sie kaputt geht, bist du im Zweifelsfalle selber schuld. Aber sie kann dir auch keiner irgendwie von heute auf morgen runterfahren. Also wenn jetzt bei Super.io irgendwer sagt, okay, ist uns jetzt alles zu blöd und die Server fressen uns zu viel Strom und Speicherplatz und alles und wir ziehen jetzt den Stecker und du hast vorher kein Backup gezogen, dann ist es halt weg. In dem Fall ist es halt nicht so, weil wenn irgendwer den Stecker zieht, dann bist es im Zweifelsfall du selber. Dann, man kann alles aus diesem WordPress-Universum mitnutzen. Also ich meine, für WordPress gibt es tausende von Plugins, tausende von Themes, also Geschichten. Und das kann ich halt nutzen. Also ich muss jetzt nicht mir irgendwie, hab nicht was komplett Neues, wo ich, wenn ich jetzt irgendwas haben will, erstmal irgendwie selber ein Plugin entwickeln muss oder alles, sondern ich kann halt einfach auf das, was es schon gibt, also auf diese tausenden von Plugins und tausenden von Themes einfach zurückgreifen. Ein weiterer potenzieller Vorteil, den habe ich noch nicht ausprobiert, man kann auf WordPress.com sich selber halt WordPress-Blogs im Prinzip hosten lassen, kostenlos. Theoretisch müsste das da auch funktionieren. Ich habe es noch nicht probiert, das darf gar nicht mal wer machen, wer da Lust zu hat. Also ich wüsste nicht, warum es nicht gehen soll, sagen wir es mal so. Habe bisher nur noch nicht die Zeit gehabt, es mal selber auszuprobieren. Gehe ich mal von aus. Weiß es nicht. Probieren kann man es mal. Genau. Dann, wie würde so mein ideales Setup von so einer normalen Meintopf-Instanz aussehen? Erstmal, ich installiere mir halt WordPress und dann Plugins. Und ganz klar, elementar erstmal Meintopf, weil ja, sonst habt ihr kein Meintopf-Setup sinnvollerweise. Und dann gibt es noch zwei weitere Plugins, die ich persönlich ganz praktisch finde. Das eine nennt sich Add Linked Images to Gallery. Das macht was eigentlich ganz Praktisches. Und zwar, wenn ich normal mit Meintopf irgendwas reposte, wird einfach im Endeffekt der Content dieses Originalposts in meinen Blog reinkopiert. Heißt, dass auch, also es wird im Prinzip der HTML-Content kopiert. Das heißt, Bilder und alles werden immer noch von der Originalquelle abgerufen. Ist ganz nett, weil ihr spart euch Bandbreite, ja, ist ein bisschen asozial, weil ihr klaut wem anders seine Bandbreite und vor allem gilt dann nicht mehr you're in control, weil sobald der wer anders, von dem ihr euch dieses Bild kopiert hat, beziehungsweise dessen Post ihr repostet hat, beschließt so, ja, ich habe keine Lust mehr, dann ist auch euer Bild weg. Und dieses Add Linked Images to Gallery macht im Prinzip, sobald ein Repost stattfindet, oder beziehungsweise das geht für das komplette, für eure komplette WordPress-Installation, sobald irgendein Post gespeichert wird, hängt er sich da rein und guckt, sind da irgendwelche Bilder drin, die von woanders herkommen. Wenn dem so ist, kopiert er sich diese Bilder runter und packt sie euch als normales Attachment in WordPress rein, das heißt, dann liegen sie halt lokal auf dem Server bei euch. Das Plugin hat ein paar Bugs, wird aktuell nicht weiterentwickelt. Ich habe mich aber mal mit dem Typen, der das geschrieben hat, kurz geschlossen und wahrscheinlich kann ich das übernehmen und dann die Bugs auch dazu fixen. Drittes Plugin, wie gesagt, es gibt im Meintopf-Interface selber Infinite Scrolling, gibt es bei WordPress normalerweise aber nicht. Wenn ihr das jetzt also auch für euer Frontend haben wollt, also für den, der im Prinzip auf eure Suppe geht und der soll auch endlos scrollen können, gibt es dieses Plugin Infinite Scrolling und ja, das installiert man einfach und das hängt sich in das Theme rein und dann kann man automatisch auch auf eurem Blog endlos scrollen. Ja, was gibt es noch nicht, beziehungsweise was wird eventuell auch problematisch? Das eine, Sync Speed, also es dauert ein bisschen, wenn ich jetzt, wenn eine Suppe, der ich folge, oder ein Meintopf-Instanz oder irgendwas, was Neues postet, dann ist zum Beispiel bei Soup.io, ist es sofort da, weil es auf einer Plattform ist.
Das ist bei Meintopf nicht so. Da läuft im Hintergrund läuft ein Cronjob, der von WordPress automatisch eingerichtet wird und der läuft aktuell alle 10 Minuten. Das heißt, alle 10 Minuten geht er seine Liste an Blogs durch, den er folgt, oder Feeds durch, den er folgt, und holt sich seinen neuen Content. Das heißt, es kann bis zu 10 Minuten dauern zwischen eines der Blogs, dem ihr folgt, postet etwas Neues und ihr seht es in eurem Feedreader drin. Das Zweite, was es nicht gibt, ist sowas wie eine Public Soup, also irgendwie alles, was gepostet wird. Weil, wie gesagt, ich bin nicht auf einer Plattform. Das heißt, ich weiß nicht, was es noch alles für Installationen gibt. Und das kann ich auch nicht einfach so nachvollziehen. Und dementsprechend kann ich mir auch nicht allen Content von da holen. Was momentan auch noch nicht geht, was theoretisch aber möglich ist, ist, ich kann mir zum Beispiel bei Superio anzeigen, welche Blogs mir folgen. Das kann ich aktuell in Meintopf nicht. Ich kann nicht sehen, wer folgt meiner Suppe oder meinem Meintopf oder meinem WordPress-Blog. Kann man theoretisch machen, muss man mal schauen. Ist ein bisschen aufwendiger. Und letztes Problem, ich habe es jetzt einfach mal als Discovery beschrieben, und zwar auf Super.io habe ich eine Plattform und ich weiß, okay, wenn irgendwer da ist und ich kenne im Zweifelsfall auch noch seinen üblichen Nickname, dann habe ich es relativ einfach, auch seine Suppe zu finden. Oder ich kann einfach irgendwelche Suppen mir durchscrollen und sagen, wenn ich in dieser Public Soup bin, okay, die finde ich cool, da gucke ich jetzt nochmal weiter rein oder habe ich jetzt schon mehr Content von gesehen, der mir gefällt. Und das geht halt nicht so einfach, weil ich halt, ja, ich bin nicht auf einer Plattform, ich kann nicht genau sagen, okay, da ist überall Content. Dann zu guter Letzt, one more thing. Ist ja ganz nett, dass wir jetzt irgendwie so eine Kopie gebaut haben und das auch voll viel kann, was Super.io auch mal konnte, aber wie kriege ich denn jetzt mein altes Zeug dahin? Also wenn sie jetzt irgendwann die Server abgeschaltet werden oder was weiß ich passiert, dann ist meine Suppe erstmal weg und es wäre schade. Habe ich mir so gedacht. Praktischerweise gibt es die Möglichkeit, aus Super.io einen Export sich rauszuholen und den in WordPress zu importieren. Das hat tatsächlich mal absolut gar nichts mit Meintopf zu tun im ersten Moment. Ist da beschrieben. Die Folien lade ich nachher hoch, dann habt ihr auch den Link nochmal. Genau. So, und wenn euch das jetzt gefallen hat und ihr das cool findet und denkt, hey, das probiere ich gerne mal aus, noch ein paar weitere Informationen findet ihr, also zum einen das Plugin selber findet ihr im WordPress Plugin Directory, entweder unter der URL oder direkt in eurer WordPress-Installation unter Plugins, Add New und dann könnt ihr danach suchen. Wenn ihr es so cool findet und trotzdem noch einen Fehler findet oder irgendwie euch noch ein Feature fehlt oder ihr gedacht habt, hey, ich habe da jetzt mal was gebaut, es gibt ein GitHub-Repository, das könnt ihr forken, was weiß ich immer mitmachen, mir Pull-Requests schicken, alles Mögliche. Ich würde mich freuen. Und könnt ihr auch irgendwie selber ein bisschen was dazu beitragen, dass dieses noch toller wird, als es eh schon ist. Und zu guter Letzt, hin und wieder schreibe ich da auch irgendwie mal was drüber, was ich da jetzt gerade mit gemacht habe. Und ich habe auch die initiale Idee, bevor ich damit überhaupt angefangen habe, in meinem Blog geschrieben. Das findet ihr unter tech.tief.com. Und das war's. Irgendwer noch Fragen? Wann übernimmst du Suche? Das wird, glaube ich, nichts. Da gab es ja mal eine Gruppe von Menschen, die sich das überlegt hat, die auch dann beim C3O, also dem Typen, der das ja original gebaut hat, angefragt haben. Und die sind da wohl gerade in Verhandlungen, dass Super.io verkauft wird. Oder das, was davon über ist, ich glaube irgendwie an den ehemaligen Hoster oder irgendwie so eine Geschichte. Und darum, so lange, wie das jetzt nicht irgendwie abgekaspert ist, besteht da leider keine Chance. Die Antwort auf meine Frage ist nein. Nee. Okay. Aber es gibt anscheinend halt auch keine andere Gruppe, die das so vorhat. Super.